Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Soeben ist der Jahreswechsel erfolgt, jetzt sind wir im Jahr 2021 und den Jahreswechsel habe ich auf dem Klo verbracht. 2020 hat mir noch einmal endgültig den Rest gegeben. Seit einer Stunde hocke ich hier auf dem Klo und habe übelste Magenkrämpfe. Und so musste ich leider den Jahreswechsel auf dem Klo verbringen. Das wollte ich jetzt nur einmal euch Bescheid gesagt haben. Ich melde mich gleich noch einmal wieder, wenn ich vom Klo runter bin. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange. So, hier bin ich wieder. Anderthalb Stunden war ich auf dem Klo gewesen. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich den Jahreswechsel auf dem Klo verbringen musste. Und wisst ihr, warum ich so eine starken Magenkrämpfe hatte? Das verrate ich euch jetzt. Das hier ist ein Drehspießdürüm. Davon hatte ich gestern 2 Stück gegessen. Dieser eine, der hier noch übrig ist, der war für einen Kollegen vorgesehen. Der wollte eigentlich auch 2 Stück essen, aber nach dem einen, den er gegessen hat, meinte er nur zu mir, dass er den zweiten gar nicht anrühren will, weil der wirklich sehr räudig schmeckt. Und da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die beiden, die ich gegessen habe, die haben wirklich sehr ranzig geschmeckt. Das Fleisch war wirklich eklig ranzig gewesen und der Salat war einfach nur wässrig. Also das war an Widerlichkeit echt nicht zu überbieten. Aber ich habe es trotzdem gegessen, weil es der Hunger in mir hineingetrieben hat. Wenn ich gewusst hätte, dass es bei mir so eine starke Magenkrämpfe auslöst, dann hätte ich die Drehspießdürüm gar nicht erst gekauft. Dieser eine Drehspießdürüm, der hier noch übrig ist, den werde ich wohl oder übel später noch aufessen. Am liebsten würde ich den in den Müll schmeißen. Aber ich bin nicht gerade ein Freund von Lebensmittelverschwendung und daher werde ich den mir später noch reinprügeln. Auch wenn ich weiß, dass ich davon wieder die ekligsten Magenkrämpfe bekommen werde. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen besseren Jahreswechsel gehabt als ich und musstet euren Jahreswechsel nicht auf dem Klo verbringen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.